Ja, hi. Ist interessant zu wissen, wie viele Leute zu einer Hacker-Konferenz kommen, die sich nicht für IT-Sicherheit interessieren. 15. Genau, wir reden über das Parlament und darüber, wie man dort Zugang schaffen kann. Vielleicht vorher ein ganz kurzer Werbeblock. Wir sind von der Open Knowledge Foundation. Das ist eine internationale Organisation, die sich für freies Wissen einsetzt. Freies Wissen in verschiedenen Bereichen, sei es in der Wissenschaft, also Open Access und Open Data dort, sei es in der Frage von kulturellen Gütern, oder eben auch, und darum geht es heute, um die Frage von freiem Wissen in politischen Prozessen und in politischen Zusammenhängen. Wir sind in Deutschland ein ehrenamtlicher Verein und freuen uns immer über Leute, die mitmachen und uns helfen, unsere Projekte umzusetzen. OKFN.de kommt auch nachher nochmal. Es wird heute um ein paar Fragen gehen, die sozusagen eigentlich trivial zu beantworten sein sollten. Das sind so Fragen, die guckt man an, dann denkt man, ja, klar, weiß irgendjemand in Deutschland die Antwort drauf. Das Lustige ist, dass es echt nicht sicher ist, dass auf alle diese Fragen irgendjemand in Deutschland oder eine Person auf alle vier Fragen eine Antwort nennen kann. Welche Gesetze werden gerade im Bundestag verhandelt? Jeder Parlamentarier weiß, an welchen er gerade so baut, aber wer weiß, welche insgesamt so da sind. Wer hat zu einem bestimmten Gesetz welche Änderungsanträge eingereicht und was wollten sie eigentlich? In welchen Bereichen wurde historisch Recht geschaffen? Wann wurde sozusagen angefangen, jetzt hier Internetrecht zu machen? Ich glaube, die CDU hat heute angekündigt, dass sie gerne ein Internetstrafrecht einführen wollen. Wann hat eigentlich diese Sache sozusagen angefangen? Oder auch ganz spezifische, nerdige Fragen, zu denen man relativ bald kommt. Wann wurde der Absatz 3 zum Paragraph 5 des Urheberrechtsgesetzes hinzugefügt? Ist nicht so einfach zu beantworten. So, das sind Fragen, die meines Erachtens nach Voraussetzungen sind für Beteiligung an politischen Prozessen. Wenn ich wirklich auf einer sachlichen Ebene mitdiskutieren will, wenn ich da irgendwie mich beteiligen will, dann muss ich in der Lage sein, solche Fragen zu beantworten, ohne dass ich einen Stab von 10 Leuten habe oder ohne dass ich Zugang zu proprietären Datenbanken habe, in denen diese Informationen vielleicht gesammelt sind. Das heißt, in unserem Vortrag heute wird es im Prinzip um Beteiligung gehen. Wenn man normalerweise Vorträge über Beteiligung hält, dann geht es dabei immer um politische Fragen. Das heißt, es geht irgendwie darum, wie verblödet sind eigentlich unsere Bürger und angesichts dieser Tatsache, wie viel Beteiligung kann man ihnen zumuten und solche Sachen. Heute geht es nicht um Politik im direkten Sinne, es kommt da natürlich direkt wieder drauf raus, aber es geht sozusagen eher um Technik. Es gibt sozusagen seit ein paar Jahren in Amerika diese Diskussion um Government as a Platform. Das heißt, Regieren sozusagen als eine Plattform für andere darauf aufbauende Dienste und Services zu begreifen. Plattform meine ich hier im Sinne von so etwas wie POSIX, was ja im Prinzip ein übergreifender Standard ist. Jeder kann eine Anwendung bauen, die sozusagen auf POSIX aufbaut, die API dort nutzt, sich dort bedient und dann, dann sozusagen über verschiedene Systeme lauffähig ist. Ein anderes Beispiel für diesen Plattformbegriff wäre vielleicht IP. Ich habe IP und dadurch, dass ich sozusagen IP als gesicherte Plattform habe, darüber, dass ich weiß, wie sich sozusagen Pakete über das Internet bewegen, dadurch kann ich sozusagen dann eigene Dienste schaffen, die auf der Basis dieser Paketdienste irgendwas Interessantes tun. Die Frage ist sozusagen, kann man Regierung auch so verstehen? Kann man auch sozusagen den Staat als eine Plattform für unterschiedliche Beteiligungsmodelle verstehen? Und was muss dafür der Fall sein? Und eine der ersten Sachen, auf die man dann rauskommt, ist sozusagen die Tatsache, ich muss an die Informationen, die in diesem Prozess gesammelt werden, in diesem Prozess auch generiert werden, an die muss ich rankommen. Die muss ich irgendwie lesen können und langfristig muss ich sie auch schreiben können. Normalerweise geht diese Diskussion eigentlich immer um Exekutivhandeln, also um was tut die Regierung, wofür gibt die Regierung Geld aus oder meinetwegen, welche Unternehmen wurden privatisiert oder so etwas. Heute soll es um legislative Fragen gehen, also um Gesetzgebung. Genau. So, was natürlich einfach ist, wenn man jetzt sagt, wir reden über Open Data, dann kommt man relativ bald zum Ergebnis, okay, wir wollen uns irgendwie die Outputs angucken, wir wollen uns sozusagen die Daten, die generiert werden, angucken. Aber eigentlich genauso interessant und eigentlich viel schwerer sozusagen nachzuvollziehen ist die Frage, was ist eigentlich der Prozess, in dem gewisse Artefakte generiert werden. Gerade bei Gesetzgebung ist ja sozusagen der Prozess der ganze Spaß und das, was hinten rauskommt, dann fast schon nicht mehr so interessant. Das werden jetzt wahrscheinlich alle Juristen der Welt nicht unterschreiben, aber gut. Das heißt, wir müssen sozusagen sowohl angucken, was kommt am Ende raus, die Gesetze oder die Vorschriften, und auch den Prozess angucken, der hier aus Wikipedia kopiert dargestellt, der deutsche Gesetzgebungsprozess mit seinen schönen Stufen durch den Bundestag, den Bundesrat, den Vermittlungsausschuss und so weiter und so fort. Und
Dazu gibt es eben, haben wir angefangen, die Daten aus dem Parlament, also sowohl aus dem Bundestag wie aus dem Bundesrat zu extrahieren. Eine Seite, die ich gerne vorstellen möchte, ist offenesparlament.de. Offenes Parlament hat sozusagen den Ansatz, Daten des Bundestags einfach zu extrahieren, aufzuräumen und dann in einer gesäuberten und verständlicheren Form wieder bereitzustellen. Das Ganze ist keine durchweg neue Idee. Es gibt in verschiedenen anderen Ländern ähnliche Systeme bereits seit langer Zeit. Ich glaube, eines der frühesten war They Work For You in England. Basierend auf einer Seite namens Public Whip haben die einfach Informationen über das Parlament gesammelt, sei es die Redeprotokolle oder Informationen über das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier. Dann gibt es in den USA natürlich verschiedene Kandidaten, hier Open Congress und Scout von der Participatory Politics Foundation und der Sunlight Foundation sind zwei sehr, sehr interessante Tools. Und hier noch ein ganz interessantes, finde ich, Simometer. Simometer.pl ist in Polen eine Seite, die sozusagen versucht, die polnische Politik zu tracken. Das ist interessant, nicht nur, weil sie unheimlich gute Arbeit gemacht haben, das Ganze wie Facebook aussehen zu lassen, auch irgendwie grob so funktionieren zu lassen, sondern auch, weil sie ein ähnliches politisches System haben wie wir in Deutschland. Genau. Das Ganze fasst sich mittlerweile zu einer Art Bewegung zusammen. Das heißt, es gibt auch ein Übereinkommen, sozusagen ein Kompromiss weltweit darüber, was für Parameter an Parlamente eigentlich gesetzt sein sollten dafür, dass sie ihre Informationen den Bürgern bereitstellen. Es gibt eine Initiative, die Declaration on Parliamentary Openness generiert hat. Und das ist mittlerweile sozusagen eine Zusammenfassung der Forderungen, die man quasi an Parlamente richten muss, wie sie ihre Informationen bereitstellen. Gut, ich will jetzt aber so ein bisschen da reingehen, wie sozusagen offenes Parlament zustande gekommen ist oder wie das sozusagen funktioniert, wie die Daten da reinkommen. Das ist fast die Sendung mit der Maus. Der Bundestag hat keine API. Ich glaube, das ist ein Beschluss des Ältestenrates, dass der Bundestag keine API hat. Das heißt, die Politiker haben gesagt, der Bundestag hat keine API, deshalb hat der Bundestag keine API und das da ist eine Täuschung. Es gibt aber eine iPhone-App zum Beispiel. Und eine iPhone-App ist ja nun etwas, was eventuell Daten braucht, damit sie betrieben werden kann. Und es gab auch schon vorher verschiedene andere Dienste, die sozusagen auf Informationen des Bundestags aufbauen mussten. Deshalb gibt es für viele Informationen im Bundestag hier solche XML-Repräsentationen. Hier gerade der Nebenverdienstekönig. Und man kann dort eben grob sehen, wer sind die Abgeordneten. Das Gleiche gibt es auch für Ausschüsse und für andere Datenbestände des Bundestags. Daraus kann man schon mal ein paar ganz interessante Sachen machen, zum Beispiel einfach neue Profilseiten generieren. Was wir versuchen wollen, ist sozusagen nicht nur die Seiten, die der Bundestag schon hat, mit anderem Layout neu zu generieren, sondern immer ein bisschen was hinzuzufügen, was der Bundestag selbst nicht sagen könnte. Zum Beispiel, der Bundestag ist klar, es ist ein Parlament, in dem jeder sozusagen einen eigenen Fachbereich hat. Die Abgeordneten im Bundestag sind Fachpolitiker, jeder hat was er sich auswählt, aber das ist nicht, es gibt nicht wirklich so eine Zuteilung, abgesehen von Ausschussmitgliedschaften. Was wir aber machen können, ist zum Beispiel hier in dem Fall, wir können einfach zurückrechnen, an welchen Gesetzgebungsvorhaben hat sich dieser Parlamentarier beteiligt und können dann sozusagen ausrechnen, für was ist der oder die eigentlich Fachpolitiker. In dem Fall sieht man hier, Frau Merkel ist offensichtlich eine Fachpolitikerin für Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Was wohl mit ihrer aktuellen, Krisenmanagement zu tun hat. Das heißt, es geht immer darum, so ein bisschen die Informationen zu erweitern und um Dinge zu ergänzen, die nicht inhaltlich falsch sind, aber die politisch sozusagen keine Aussage wären, die Bundestagsverwaltung treffen kann. Der Bundestag selbst hat eine Open Data Initiative, hier sieht man sie. Sie haben nämlich beschlossen, die Reden, die im Bundestag gehalten werden, nicht nur als PDF-Dateien bereitzustellen, sondern auch als Open Data. Und Open Data bedeutet offensichtlich, dass man eine Textdatei hochlädt. Das heißt, was Sie hier gemacht haben, ist, die Reden werden vom Stenografischen Dienst des Bundestags meines Wissens in Word eingetippt. Und dann werden diese Word-Dateien genommen, da gibt es einen Knopf Speichern unter und dann kann man dort Textdatei auswählen. Und dann werden diese Textdateien sozusagen hochgeladen. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Hier in dem Fall lade ich euch mal ein, die Nummer in der URL mit der Nummer in dem Dokument zu vergleichen. Da hat irgendjemand Dokumentenrecycling betrieben. Das war aber auch vor Weihnachten, insofern zählt das. Das Problem daran ist natürlich sozusagen, wenn ich so eine Textdatei hat, wie kann man daraus jemals irgendwie eine strukturierte Zusammenfassung davon machen? Und so eine einfache Frage zu beantworten, wie wer hat wann worüber im Parlament geredet? Oder im Plenum zumindest. Da
dafür muss man unheimlich viel Säuberarbeit betreiben. Das heißt, zum Beispiel hier in dem Fall ist die einzige Möglichkeit, aus diesem Textdokument wieder eine Rede zu machen, indem man weiß, wer die Redner sind, ist, dass man alle Zeilen nimmt, die auf einen Doppelpunkt enden, guckt, ob das eine Person ist, und dann kann man sozusagen danach wieder mit denen weitermachen. Das heißt, was ich angefangen habe, ist sozusagen Listen anzulegen von allen unterschiedlichen Namen, mit denen in dem Fall auch wieder Frau Merkel im Bundestag bezeichnet wird. Und dann kann man daraus nach und nach anfangen, wieder strukturierte Daten zu erarbeiten. Dabei kriegt man natürlich irgendwann die Klickkrankheit. Insofern wäre es natürlich spannender, wenn es der stenografische Dienst eigentlich selber machen würde. Das Zweite, was man zum Beispiel wissen will, ist, worüber reden die eigentlich? Denn es gibt sozusagen natürlich viel Formalismus in einem Parlament. Das heißt, die haben irgendwie gewisse Tagesordnungen. Die Tagesordnung wird nach gewissen Kriterien aufgestellt, wird dann auch nach gewissen Kriterien verändert und wird sozusagen von dem Vorstand der Sitzung abgearbeitet. Aber das Ganze ist natürlich auch nicht strukturiert. Das heißt, man hat dann irgendwie so Sätze darin, wie ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 15 auf und lade die Kollegin so und so zu einer Rede ein. Und das ist natürlich schwierig, irgendwie sozusagen wieder zurückzukriegen. Zum Glück gibt es die Videoaufzeichnung vom Bundestag. In den Videoaufzeichnungen gibt es irgendwie wahrscheinlich Praktikanten, die den ganzen Plenarreden in einzelne Fragmente zerlegen und sagen, okay, das hier ist die Rede von so und so, das ist die Rede von so und so, das ist die Rede von so und so. Leider gibt es in den Videoaufzeichnungen dann keine Textversion von dem, was dort gesagt wurde. Das heißt, was wir hier machen, ist dann sozusagen teilweise geraten und teilweise dann auch wieder manuell sozusagen die Agenten, die Tagesordnungen, die in dem Video Portal vorliegen, mit dem, was wirklich gesagt wurde, zusammenzuführen, dass man sozusagen nicht nur die Videoaufzeichnung hat, sondern auch wirklich das Wort durchsuchen kann und dann in der Volltextsuche sagen kann, okay, wer hat wann wo das Wort Leistungsschutzrecht im Bundestag gesagt und in welchem Kontext, in welchen Debatten. Das ist nämlich ganz spannend, irgendwie das schwappt dann natürlich immer über, dass irgendwie, hier wird gerade ein Gesetz verhandelt, dann wird hier ein anderes Gesetz verhandelt und in der Verhandlung von dem Gesetz werden dann auch noch irgendwelche zynischen Kommentare zu dem Gesetz gemacht. Das sind ja irgendwie eigentlich interessante Informationen, die man wissen will. Was dann am Ende rauskommt, ist im Prinzip hier so eine Art Plenarreader, in dem man die Vorgänge des Parlaments nachlesen kann und in dem man auch dann einigermaßen ordentlich die Verlinkung hat zu, wer hat was wann zu welchem Thema gesagt. Das Ganze ist, das ist sozusagen dieser Aspekt von, was wurde gesagt. Die andere Frage ist sozusagen, welche Vorgänge finden eigentlich gerade statt? Es gibt so ein paar Klassen von Vorgängen, die ein Parlament betreibt. Das eine ist sozusagen Hausaufgaben, also Wahl von Vorsitzenden, von Gremien, irgendwie interne Kontrolle, was auch immer. Dann die größte Kategorie sind im Prinzip Anfragen, kleine Anfragen der Abgeordneten, Fragen im Plenum und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich den Bereich, den man sich am meisten interessiert, Gesetzgebung, also wirklich die Gesetze, die gerade in der Mache sind. Hier, das ist zum Beispiel mal das Leistungsschutzrecht, das gerade verhandelt wird. Da kann man eben sehen, hier die Verhandlungen, wer hat wann an diesem Gesetz irgendwas gemacht und kann sich da auch so ein wenig reinklicken. Und bisher gab es auch keine Verknüpfung zwischen diesen unterschiedlichen Teilen, also zwischen den Teilen von dieses Gesetz wird gerade gemacht und der Frage von, hier wurde im Bundestag irgendwas oder im Plenum irgendwas gesagt. Und das versuchen wir eben sozusagen dann endlich mal zu verlinken und zusammenzubringen. Auch hier gilt wieder, es gibt keine API für den Bundestag, aber irgendjemand hat einen großen Kommentar aus Versehen in den Quellcode der Dokumente vergessen. Und das ist eine komplette Beschreibung eines Gesetzgebungsvorgangs, zum Beispiel in dem Fall, als XML, der irgendwie einfach mitten in so einem Dokument rumliegt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Wenn es Absicht ist, dann vielen, vielen Dank an die Leute, die das gemacht haben. Wenn es keine Absicht ist, dann bitte, bitte installiert keine neue Version von dem Teil. Insofern, das ist sozusagen wieder so ein Fall, wo wir knapp dran vorbeigekommen sind, Sachen zu scrapen. Sachen, die man wirklich handfest bisher zusammenbasteln musste aus Mülldaten, sind zum Beispiel Abstimmungslisten. Da waren einfach die Listen von, wer hat mit welcher Meinung zu einem bestimmten Thema gestimmt, die gab es nur als PDF-Dateien. Das heißt, man musste dann irgendwie grob rausfinden in der PDF-Datei, wo befindet sich hier ein X, ist das in der Spalte, in der Spalte, in der Spalte. Das ist dann ziemliches Chaos und ist irgendwie auch relativ fehleranfällig. Mittlerweile haben sie angefangen, jetzt Excel-Dateien zu veröffentlichen, in denen die Abstimmungsergebnisse sind. Das ist großartig. Haben dann leider vergessen, reinzuschreiben in die Excel-Dateien, worüber die dort abstimmen. Das heißt, irgendwie auch da kann man noch irgendwie an den Daten arbeiten. Aber gut,
insgesamt kommt dann irgendwie sowas raus, so ein Klotz von unterschiedlichen Datenquellen und Datensätzen, die man miteinander verknüpfen kann und die man zusammenführen kann, um sozusagen ein Bild davon zu haben, eine gesamte Datenbank davon, was im Parlament eigentlich gerade passiert. Und ich glaube, das ist sozusagen langfristig das Spannendste, was hier entsteht. Es ist echt eine Datenbank. Und das ist natürlich auch das Schöne an Open Data, dass wir diese Datenbank gerne mit euch teilen wollen und dass diese Datenbank jetzt jedem zur Verfügung steht, der Lust hat, sich mit ihr in diesem Format oder einfach nur als CSV-Dateien oder was auch immer auseinanderzusetzen oder als JSON-API gibt es auch. Und da dann sozusagen eigene Anfragen, eigene Analysen drauf zu fahren. Hier zum Beispiel mal, welche Redner haben eigentlich am meisten geredet. Gregor Gysi gewinnt aus irgendeinem Grund. Das hängt aber auch damit zusammen, dass das sozusagen die Wortschnipsel sind. Und wenn der unterbrochen wird von irgendjemandem, der sich über ihn lustig macht, dann gibt es einen neuen Wortschnipsel. Das heißt, wahrscheinlich hat Gregor Gysi einfach am meisten Gelächter ausgelöst. Und dann hier kann man zum Beispiel sehen, wer hat gerade die meisten laufenden Gesetzgebungsverfahren. Da sieht man irgendwie die Bundesregierung auf Platz 1, die Fraktion der Grünen auf Platz 2 und Baden-Württemberg als Land auf Platz 5 oder so etwas. Das heißt, man kann da wirklich interessante Analysen mitmachen und diese Daten irgendwie in einer Weise nutzen, die bisher nicht machbar war. Natürlich alles read-only, insofern kein Droptable NDB. Ja, das dazu. Es gibt aber natürlich gewisse, eine Sache, die ich noch unheimlich spannend finde, ist sozusagen die ganze Sache umzuwandeln von Pull auf Push. Das heißt, wie oft gehe ich auf so eine Seite wie Offenes Parlament? Nicht so häufig. Ne? Ich werde einmal hingehen, mich irgendwie umgucken und dann habe ich es auch gesehen. Aber was ich interessant finde, ist, wenn ich einfach einen Suchbegriff eingeben kann, ein Thema, für das ich mich interessiere, sei es jetzt Netzpolitik oder sei es Sozialpolitik oder sei es irgendwas wirklich Nerdiges wie die Schäfchenverordnung in der Revision von 2013. Und ich kann dann sozusagen mir dort ein Abo machen und sagen, hier, das möchte ich gerne wiederholt bekommen, da möchte ich gerne immer wieder nachts informiert werden, also morgens informiert werden, wenn sich da irgendwas tut, wenn da irgendwie ein Update passiert. Und ich glaube, daraus kann man irgendwie viele spannende Dinge auch noch bauen. Momentan sind wir noch so ein bisschen in der Phase, wo wir über Dinge berichten, die bereits passiert sind, also Vorgänge, die bereits abgelaufen sind, Plenarreden, die bereits gehalten wurden. Ich glaube, spannend wird es auch dann, wenn man sozusagen Dinge noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken kann. Wenn man sozusagen sagen kann, hier gibt es ein Gesetz, das wird gerade gemacht und es hat sozusagen diese Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit zwischen erster Lesung und zweiter Lesung war so und so. Deshalb gehen wir jetzt mal davon aus, vermuten wir, dass die dritte Lesung dann und dann stattfindet. Und dann, wenn du also einwirken willst auf diesen Prozess, wenn du dich da beteiligen willst, wenn du deinem Abgeordneten einen Brief schreiben willst, dann machst du das am besten bevor diesem Datum. Es gibt auch zum Beispiel, der Bundestag veröffentlicht bereits jetzt von den Plenarsitzungen Tagesordnungen ein wenig im Voraus. Ich glaube, insgesamt zwei im Voraus sind gerade online, also wahrscheinlich so eine Woche im Voraus. Das heißt, auch da kann man dann irgendwie sehen, okay, Prime Time, wenn du sehen willst, wie sie sich über das Betreuungsgeld verhauen, dann schalte am Freitag um 16 Uhr ein und dann bekommst du dort aktuelle Informationen dazu. Eigentlich sehr simpel, aber ich glaube, es ist unheimlich hilfreich und ich glaube, das ist auch spannend, daraus dann irgendwie weitere Sachen zu bauen. Zum Beispiel, wenn man es hinbekommen könnte, dass hier ich auf eine E-Mail antworten kann und dass ich dann diese E-Mail, meine Antwort auf diese E-Mail an all die Leute geht, die auch diese E-Mail erhalten haben. Also wenn sozusagen die Aussage ist, hier am Freitag ist Verhandlung zum Leistungsschutzrecht und ich bekomme diese Benachrichtigung, vielleicht kann ich darauf antworten, mich mit anderen Leuten zusammentun, eine Diskussion starten und sagen, hier, jetzt lass uns mal irgendwie eine Position zum Leistungsschutzrecht finden oder lass uns alle die Leute zusammentun, die finden, dass das irgendwie nicht oder dass das stattfinden sollte. Was traurig natürlich ist, wir haben diese Sache jetzt seit einer Weile am Laufen. Wir haben Offenes Parlament nie so richtig öffentlich gelauncht bisher. Vielleicht ist das. Aber da haben sich schon einige Leute angemeldet und es sind halt die üblichen Verdächtigen. Insofern, da müssen andere Leute drauf. Es kann nicht sein, dass nur die Leute, die ohnehin in Berlin Lobbyvertretungen haben, sich da selbst anmelden. Und mein persönlicher Liebling sind die Abgeordneten, die ihren eigenen Namen da eingegeben haben und jetzt immer eine E-Mail bekommen, wenn ich irgendwas über sie herausgefunden habe. Das ist natürlich schön, das ist dann irgendwie so Persönlichkeitsmonitoring, aber ja, dafür haben wir es nicht gemacht. Genau. Und es gibt natürlich weiterhin das Problem, dass im Prinzip diese ganzen Daten, die wir dort haben, die sind gemacht von Juristen. Und Juristen sind eigentlich gar nicht so anders als Coder, das ist klar. Ne? Die machen auch Code, die machen auch irgendwie strukturierte Arbeit, die machen auch strukturierte Informationen, gerade wenn es im Parlament ist. Aber sie haben halt andere Formalismen. Und ich glaube ehrlich gesagt, und das ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen die Hybris der Techies, aber ich glaube, sie haben etwas veraltete Mechanismen am Laufen. Und gerade wenn es darum geht, Sachen zu formalisieren, dann sind halt
juristische Verfahren irgendwie 500 Jahre alt und haben sich seither irgendwie so ein bisschen nach und nach entwickelt. Und man kann viele von diesen Dingen einfach mittlerweile besser und strukturierter aufbereiten. Das hier zum Beispiel ist ein Änderungsantrag an den aktuellen Haushaltsentwurf. Was das eigentlich ist, für Techies gesprochen, ist ein Diff auf eine CSV-Datei, in der drei Posten geändert werden sollen und alles andere Metadaten. Begründung, wer hat's gemacht, Author, Datum und irgendwie noch so ein bisschen eine Signatur ist da noch unten dran, aber ist gar nicht drin. Ne? Insofern, das ganze Ding könnte man wirklich als sehr, sehr einfach strukturierte Information darstellen, wenn man es denn wollte. Aber wir haben natürlich einen Prozess, der sich über lange Zeit etabliert hat und der für diese Novelle, glaube ich, auch noch keine Notwendigkeit sieht. Insofern, das da irgendwie strukturiert aufzubereiten, ist eine unheimlich schwierige Aufgabe, die dann Wehrmeier lösen muss. Na gut. Quelltext ist Gesetz. Also das wurde ja auch schon mal von Lawrence Lessig so ein bisschen postuliert, aber ich möchte gar nicht auf den philosophischen Aspekt dahinter eingehen. Ich möchte eigentlich darauf eingehen, dass das relativ gleich ist. Also wir haben ja hier gesehen, das ist letztlich, da lässt sich strukturierte Informationen rausholen. Und wenn wir uns überlegen, Gesetze, wie sind die aufgebaut? Das ist Text, größtenteils aber Text, der ist ein bisschen strukturiert, hat Überschriften, hat Unterpunkte, hat vielleicht noch irgendwelche Verweise drin, aber insgesamt ist es eigentlich nur Text. Er fährt Änderungen, das heißt, er wird oft geändert, aber nur immer in kleinen Teilen. Ein Großteil bleibt eigentlich gleich. Das gleiche gilt für Software. Ne? Ein Softwareprojekt wächst immer nur weiter, der Code wird mehr und mehr, und man ändert ein paar kleine Dinge, aber eigentlich kommt immer nur mehr dazu. Manchmal kommt auch was weg, aber eigentlich wird es immer nur größer. Und kleine Änderungen haben große Auswirkungen. Wenn ich im Gesetz ein Nicht oder ein oder statt ein Und irgendwo einfüge, dann hat das eine Auswirkung und die ist tatsächlich eine große Auswirkung. Man muss das Gesetz dann ganz anders interpretieren. Genauso wie in einem Programm, wenn ich da ein Not oder ein Ungleich und ein Gleich vertausche, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung. Und deswegen ist es vielleicht angebracht. Wir Softwareentwickler haben uns Tools und Werkzeuge entwickelt, um mit diesen Änderungen, um mit diesen Formaten Text, der sich stetig ändert und der, wo kleine Auswirkungen, kleine Änderungen große Auswirkungen haben, mit diesen Texten können wir jetzt umgehen, weil wir die richtigen Werkzeuge dafür gebaut haben. Vorteil, wir können diese Werkzeuge selber bauen, weil wir halt diese Software dann auch selber managen können und selber verbessern können. Das ist bei Gesetzen halt nicht der Fall und da ist halt die Verbesserung immer nur gewesen, dass letztlich die Texte vielleicht eine formelle Struktur bekommen haben, aber keine Struktur, die man auslesen kann. Ich habe mal geguckt, gibt es die Gesetze, die wir haben, so als Daten? Ja, da kann man irgendwie zum Bundesgesetzblatt gehen, bundesgesetzblatt.de. Das ist dann auch alles da online. Und da steht aber so ein großer blauer Balken immer drüber. Man kann sich halt die Änderungsgesetze angucken. Änderungsgesetze, da steht halt nicht drin, wie das neue Gesetz aussieht, sondern wird nur in menschlicher Sprache beschrieben, welche Änderungen man als Mensch anwenden muss, um an das neue Gesetz zu kommen. Also füge Paragraph 5 ein und der heißt dann das und das oder ändere in Paragraph 3 das vierte Wort zu diesem Wort. Und das kann nur ein Mensch verstehen und kann nur ein Mensch anwenden. Ich habe gedacht, ja, okay, vielleicht gibt es hier irgendwo Daten und habe mir auch mal so eine Gesetzblatt-CD gekauft für 58 Euro. Habe ich mich auch schon gewundert, so Gesetze kaufen. Ja, das sind die besten Gesetze, die man sich wohl kaufen kann hier in Deutschland. Schon sehr seltsam. Und da war dann aber auch quasi nur das Gleiche drin, irgendwelche PDFs und kann man auch nicht viel mit anfangen. Da waren irgendwelche großen binären Blobs drin, die ich wahrscheinlich einfach mal irgendwo hinstecken muss, damit das jemand vielleicht mal dekodiert. Vielleicht steckt ja noch was Interessantes drin, aber richtig ran kann man da nicht. Und es gibt diese schöne Seite www.gesetze im Internet.de, da kann man sich wenigstens die aktuellen Gesetze angucken. Wobei man sagen muss, aktuell ist da halt auch relativ, wenn der Bundestag was verabschiedet, dann wird das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Aber das heißt nicht, dass man das Gesetz sofort konsolidiert auf dieser Seite angucken kann, also das neue Gesetz, wie es dort aussehen, wie es dann aussehen wird, sondern das dauert immer einen Moment. Also ich habe das halt auch erst festgestellt, nachdem ich mich da etwas länger mit beschäftigt habe. Mittlerweile gibt es allerdings, da sieht man oben, in verschiedenen Formaten, als HTML, als PDF und auch als XML. Und dachte mir, ja, XML klingt ja super, das
klickt ja nach Daten. Und wenn man dann da reinguckt, dann ist das auch XML, ja, ist auch valides XML, haben sie ganz gut gemacht. Aber wenn man sich halt genauer anguckt und sich damit ein bisschen beschäftigt, dann sieht man, da oben sind ganz gute Metadaten, aber darunter wird es dann halt irgendwie wieder ein bisschen komisch. Also dann wurde halt wieder irgendwie Struktur und Style vermischt und ein bisschen Semantik und Struktur vermischt. Dann haben sie HTML so ein bisschen neu erfunden und halt alles irgendwie sehr strukturiert. Also da ist irgendwie ein Paragraph und dann ist eine Table und dann heißt es irgendwie Row statt TD und Entry statt TR und dann muss der Teil 1 auch in einem Bold-Tag sein, aus irgendeinem Grund. Und das hat mich gestört und ich habe mir dann mal ein Programm geschrieben, das das in etwas umformatiert hat, wo ich mir denke, dass Menschen das besser lesen und besser schreiben können. Und also kommt noch was anderes, also XML und Gesetze, das ist so ein kleiner Trend, ja, man denkt sich mal, okay, Gesetz, das ist irgendwie so ein bisschen strukturiert, dann haben wir Metadaten, jetzt brauchen wir irgendein Format, das irgendwie sehr weit verbreitet ist und das viele einsetzen und das ist irgendwie so ein bisschen XML. Da sieht man hier, das ist der US Senate, der halt seine Gesetze oder seinen Gesetzgebungsprozess auch so ein bisschen über sowas zur Verfügung stellt. Es gibt auch Standards dafür, Akoma Ntozo heißt einer, der wird jetzt gerade auf EU-Ebene so ein bisschen diskutiert und da gibt es einige Bewegungen und es gibt auch ganze Konferenzen. Wurde ich mal angefragt, ob ich da irgendwie mal freiwillig hin möchte. Ich hätte, glaube ich, sogar die Gebühr selber zahlen müssen. Und da haben sich darüber diskutiert, ja, wir haben jetzt hier 5 Formate, um XML und Gesetze zusammenzubringen, welches wählen wir denn? Und dann haben wir nochmal 5 Formate mindestens, um Gesetze semantisch zu machen. Also letztlich nicht Gesetzestexte zu schreiben, sondern quasi Gesetzesregeln aufzustellen, auch in XML. Und dann habe ich gefragt, ja, das kann das alles eigentlich nicht sein. Und ich wollte eigentlich die aktuellen Tools, die halt gerade im Softwarebereich verwendet werden, also GitHub zum Beispiel, Git, und auf GitHub ist zum Beispiel auch Markdown eine verbreitete Sache. Ich wollte halt dieses Ökosystem nutzen und habe ich halt gesagt, ja, Gesetze Markdown, warum denn eigentlich nicht? Und dann habe ich mir so ein bisschen was überlegt, wie ein Gesetz so als Markdown aussehen könnte. Da haben wir oben so ein YAML Front Matter, da werden die Metadaten des Gesetzes so ein bisschen drin gespeichert, ist auch noch ein bisschen Platz drin, kann da ganz viel rein. Das ist auch zum Beispiel für die GitHub Pages ganz praktisch, kann man direkt rausrendern. Dann Markdown hat ja halt nicht viel, also ich weiß nicht, ob ihr mit Markdown vertraut seid, es ist halt einfach nur Überschriften, dann kann man Links setzen, dann kann man Sachen fett machen, aber das braucht man in Gesetzen eigentlich auch nicht. Eigentlich braucht man nur Überschriften, Absätze, ein paar Listen und dann sollte das eigentlich schon fertig sein. Alles andere, es gibt auch Gesetze mit vielen Bildern, zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung. Hier das Straßenschild ist in so einem Gesetz tatsächlich markiert, aber das kann man ja alles extern halten. Auch Tabellen kann man, muss man nicht in einem Gesetz verpacken. Auch Formulare sind in Gesetzen definiert, in Verordnungen und die kann man eigentlich auch irgendwie außerhalb speichern. Aber letztlich Markdown ist sehr einfach zu lesen und ich würde auch behaupten, es ist halt gerade erfunden worden, damit es Menschen auch schreiben können. Damit es halt, man keinen Visivik-Editor braucht, damit man es halt direkt in einem Texteditor editieren kann. Man braucht halt kein proprietäres Programm, das einen XML-Standard versteht, mit dem man ein Gesetz baut. Man kann einfach in einem Texteditor ein Gesetz erstellen. Die Syntax ist sehr, sehr einfach. Und ein weiterer Vorteil, wenn man jetzt Endungen vergleicht mit Markdown, dann ist das Diff sehr eindeutig. Während man XML difft, dann bekommt man manchmal ziemlich viel Müll, da ist nämlich sehr viel Markup drin und den möchte man gar nicht diffen, man möchte den Inhalt und Markdown besteht größtenteils nur aus Inhalt. Und natürlich, jetzt haben wir es hier schon gesagt, Versionierung ist sehr wichtig und Git ist da gerade das, sagen wir mal, verbreiteste System. Und warum tun wir unsere Gesetze dann nicht einfach rein? Und das habe ich dann halt auch mal gemacht. Und zwar auch auf GitHub getan. Dann haben wir hier den GitHub, die Octocat, richtig. Und die Octocat und den Bundestagsadler und da kommt natürlich der Octo-Eagle raus. Das ist dann verfügbar auf github.com/Bundestag. Die Organisation habe ich mir mal registriert, die Organisation Bundesregierung auch. Und dann spiele ich da so ein bisschen Parlament. Und zwar lade ich mir halt diese Gesetze von Gesetze im Internet runter, das XML, und zwar alle Gesetze. Und das sind ungefähr 6000 Gesetze und Verordnungen und das ist nur die Bundesebene. Und das wird auch immer mehr. Und die nehme ich mir, konvertiere die dann dieses XML in ein Markdown-Format. Da gibt es immer noch Schwächen, ich lasse ein paar Sachen raus.
die quasi eigentlich auch nicht da reingehören sollten, meiner Meinung nach. Aber größtenteils ist es eigentlich eine ganz gute Abbildung. Und dann versioniere ich das mit Git. Das heißt, ich gucke mir halt an, ich habe einen großen Riesencommit, da sind irgendwie direkt erstmal so die 4,5 Millionen Zeilen reingekommen. Und ab dann, das heißt, ich habe irgendwie im Sommer mal angefangen, ab dann lade ich mal regelmäßig oder einigermaßen regelmäßig die gesamten Gesetze runter, packe die auch wieder in dieses Git-Repository und gucke mir an, was sind die Änderungen. Und dann habe ich ja, immer weiß ich dann, wie sich Gesetze ändern. Beziehungsweise, ja, vielleicht weiß ich das auch nicht genau, weil da ändern sich auch viele andere Dinge, da werden Rechtschreibfehler korrigiert, da werden Formatierungen korrigiert und deswegen sind da nicht nur Gesetzesänderungen drin. Gesetze im Internet.de, die Quelle, auf den ersten Blick ist ganz cool, aber wenn man genauer, wenn man mit Versionskontrolle und quasi auf Zeichenebene genau nachguckt, ist das gar keine so gute Quelle. Da ändert sich nämlich irgendwie sehr viel, ohne dass der Bundestag da irgendwie mal so ein Änderungsgesetz macht oder so ähnlich. Das ist halt, das ist ziemlich im Flux, sagen wir mal. Und aber diese Änderung, ich gucke mal dann genau an, im Bundesgesetzblatt gab es ein Inhaltsverzeichnis, was wurde da geändert. Und dann gibt es natürlich auch den Bundesanzeiger, der macht die Verordnung. Und dann gibt es sogar noch ein paar mehr Publikationen, aber die sind noch nicht mal online. Ja, irgendwie die für Verkehrssachen gibt es eine eigene Publikation, noch ein paar andere. Aber da kommt man noch nicht mal ran. Da muss man bestellen immer auf CD und da steht dann drin, was sich geändert hat. Und um diese Änderung zu verstehen, müsste ich halt diese Publikation haben, aber habe ich nicht und den kann ich halt auch nicht richtig committen. Aber alles andere kann ich halt relativ automatisch committen, indem ich mir angucke, da steht oben drin, zuletzt geändert, dann und dann und dann kann ich mir halt heraussuchen, welches Änderungsgesetz es ist und dann kann ich halt diese Änderung committen. Das funktioniert nicht hundertprozentig gut und das muss auch definitiv noch verbessert werden, aber einigermaßen auf jeden Fall. Und was kann man dann mit sowas theoretisch machen? Also das ist leider noch Zukunftsvision, das ist Gregor Aisch, eine Visualisierung von ihm und er hat mal geguckt, das Parteiengesetz, ja, also das, was die Parteien in Deutschland regelt, wie hat sich das denn entwickelt seit 1967? Und um das zu machen, muss man eine Woche Aufwand betreiben und sich von ganz hinten nach ganz vorne oder vielleicht sogar umgekehrt durcharbeiten. Gucken, wie ist es momentan, wann wurde es zuletzt geändert, wann wurde es geändert davor und sich die Änderungen selber zusammendiffen. Und da das halt nicht immer die kompletten Fassungen sind, muss man sich halt das durchlesen und gucken, was da steht. Da steht dann, Folgendes wird geändert. Hier wurde dann zum Beispiel, gab es ein Änderungsgesetz, wir ändern in § 25 Absatz 2 die Zahl 20.000 auf 40.000. Und das ist dann quasi, das ist das Änderungsgesetz und das versteht kein Mensch, wenn man halt nicht den Kontext hat. Und diesen Kontext kann man halt nur haben, wenn man das Diff sieht. Wenn man halt genau sieht, in welchem Kontext wird das geändert. Und da sieht man, da wurde eine Grenze nach oben gesetzt. Eigentlich sehr interessant. Und diese Entwicklung hier historisch auch super interessant. Das wird quasi immer ein bisschen größer bei den Parteispendenskandalen. Und sowas hat einen großen historischen Wert, meiner Meinung nach. Aber sowas gibt es halt nicht, wenn man es nicht manuell mit viel Arbeit erstellt. Mit Git-Versionskontrolle ist das alles ganz einfach. Dann ist das nur quasi ein History-Befehl und einmal ins Log gucken, wie sich da das Ganze verändert hat. Ich akzeptiere übrigens auch Pull-Requests, also github.com, Bundestag-Gesetze und man kann sich das natürlich klonen. Man kann, die Piratenpartei hat da auch schon angefangen. Eigentlich wollten wir mal eine Demo machen. So. Also hier ist übrigens offenes Parlament und hier sind Gesetze und Anfragen, aber jetzt gucken wir mal, auf Bundestag Gesetze. Ich habe auch Gesetze-Tools, da sind die ganzen Skripte drin, mit denen das generiert wird. Hier haben wir die Gesetze selbst, sind also hier gepräfixt, aber wir gehen mal zum Beispiel zum Telekommunikationsgesetz. Das heißt, hoppala, oh ne, das wollte ich gar nicht, TKG. Und dann haben wir hier so eine Index-MD drin und das ist quasi das Markdown. Das wird dann von GitHub sogar gerendert, das heißt, man hat hier schon eine ganz nette Visualisierung, also kann das Gesetz sich hier schon sehr gut angucken. Allerdings, also man kann sich auch die rohe Version angucken, die sieht dann so aus, halt normales Markdown. Man kann sich natürlich angucken, wie hat es sich, wer ist für welche Zeile verantwortlich. Da ich die ganzen Commits auf GitHub authore, bin ich jetzt für alle Zeilen verantwortlich. Aber man kann sich halt zum Beispiel angucken, ich weiß nicht, ob es ja in letzter Zeit irgendwelche Änderungen gab, offenbar nicht da war eine kleine. Also man kann sich halt angucken, wie sich was geändert hat und wer das war, zu welcher Zeit, mit welchem Änderungsgesetz. Und das ist halt auch bei Gesetzen momentan nicht möglich, das ist halt auch ein totales Novum. Man kann sich halt hier die History angucken, wer hat wann welche dieses Gesetz geändert, da gab es irgendwie Spelling-Fixes, die ich dann halt irgendwie auch von selber manuell committen musste, aber halt auch Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Regelungen zum Beispiel. Da kann man sich halt angucken, das ist BGBL 1 2012, Seite 958. Und dadurch kann man halt dann besser nachverfolgen, wie das Gesetz entstanden ist. Wir haben natürlich, wie gesagt, Issues
und Pull Requests. Und da bin ich zum Beispiel sehr froh, dass die, ich glaube hier unter Issues, die Piratenpartei hat zum Beispiel angefangen, die Sachen, die im Liquid Feedback diskutiert werden und die quasi schon eine Gesetzesänderung sind, da hat ein Pirat angefangen, diese Gesetzesänderung direkt als Pull Request an das Bundesgericht zu stellen. Und da kann ich mal direkt angucken, aha, hier ist das Liquid Feedback dazu und hier sind die Commits dazu und hier, so wird sich dieses Gesetz ändern, wenn die Piratenpartei irgendwie mal in die Macht kommt, vielleicht. Aber ich habe zum Beispiel auch die Referentenentwürfe, von der Piratenpartei gibt es keine, Referentenentwürfe, zum Beispiel das Leistungsschutzrecht. Ja, ich habe das auch direkt mal hier, direkt mal hier als won't fix markiert, ja, weil ich finde das eigentlich, muss ja nicht gefixt werden. Aber man kann sich natürlich angucken, das ist die Begründung dahinter. Und hier haben wir dann ja mittlerweile drei Commits. Also das erste war quasi der erste Entwurf, der da mal geleakt wurde, dann der zweite. Und das ist das momentan, was gerade im Bundestag diskutiert wird. Und das ist quasi die aktuelle Änderung. Aber man kann sich natürlich von jedem Commit angucken, wie das Ganze entstanden ist und wie sich das untereinander geändert hat. Also der zweite Commit hat dann quasi hier nur einen ganz kleinen Satz hinzugefügt. Und das kann man dann genau nachverfolgen. Und sowas darf eigentlich nicht von außen kommen. Ich oktroyiere das ja quasi gerade auf die Gesetze drauf. Das muss eigentlich direkt im Bundestag selbst passieren. Gucken wir nochmal weiter hier. Ja, hier ist nochmal so ein schönes Diff. Und ich habe natürlich noch ein paar weitere Sachen vor. Ich möchte, dass Leute Änderungen selber stellen, nicht nur über Pull-Requests. Das geht natürlich schon sehr einfach auf GitHub, aber ich möchte eigentlich so ein kleines eigenes Interface dafür bauen, was im Hintergrund einen Pull-Request macht, aber im Vordergrund einen normalen Änderungsvorschlag, der als PDF rausgerendert wird, erstellt. Vielleicht ist das ja ganz sinnvoll, vielleicht nutzen das ja dann auch Abgeordnete, weil dann haben wir halt dieses Gesetz, diesen Änderungsvorschlag haben wir halt dann direkt konsolidiert. Wir wissen schon, wie sich das Gesetz ändern wird, aber er ist auch gleichzeitig in der alten Form verfügbar. Und dann haben wir natürlich als Software-Menschen einige lustige Sachen. Continuous Integration zum Beispiel. Also ich kann mir halt vorstellen, dass man Gesetze testen kann. Ja, wie könnte das funktionieren? Zum Beispiel Linting. Also mal ein bisschen herausfinden, hat sich dieses Gesetz an die Standards gehalten? Ja? Ist hier schon wieder ein Paragraph, der so und so viele Unterpunkte hat, obwohl wir uns eigentlich geeinigt haben, wir wollen ja maximal 20 haben, damit das nicht explodiert. Oder Satzkomplexität zum Beispiel. Man kann Satzkomplexität messen, wie komplex ist dieser Satz, wie viele Nebensätze hat er, wie lang ist er. Es gibt da einige Measurements für und sowas kann man natürlich auch automatisch testen. Dieser Pull-Request erhöht die Satzkomplexität um 30%. Deswegen sollte man ihn vielleicht nochmal überarbeiten, damit das Gesetz nicht komplizierter wird als vorher. Und auch Integritätschecks zum Beispiel. Die Gesetze verweisen untereinander aufeinander, auf Artikel 5.4, auf dort. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, existiert dieser Artikel überhaupt noch? Und diese Integrität, diese Foreign-Keys quasi zu überprüfen, ist auch eine ganz interessante Sache. Dann habe ich hier mal auf crowdcrafting.org auch ein weiteres OKFN-Projekt, eine Crowdsourcing-Anwendung geschrieben, die quasi diese Konsolidierung vornimmt. Das heißt, man nimmt so ein Änderungsgesetz rein und kann dann GitHub als Daten-Backend nutzen, um letztlich den Commit, den dieses Änderungsgesetz machen würde, selber nachzuvollziehen. Weil wir wissen halt nicht, dieses Änderungsgesetz, wir wissen nicht genau, was passieren wird und das kann man jetzt crowdsourcen. Man kann sich halt raussuchen, okay, dieses Änderungsgesetz wird folgendes Gesetz ändern, dann rufe ich das mal auf und dann steht da drin, das wird folgende Zeile in das und das ändern und dann muss man das halt von Hand reinmachen, aber vielleicht, wenn man das crowdsourced, vielleicht kann man das ja zusammen hinbekommen. Und dummerweise gibt es ja diese Änderungsgesetze, da gibt es ja sehr viele von, im Bundestag werden sehr viele eingereicht und eigentlich muss der Bundestag selber das machen. Wir sind uns noch nicht ganz einig, was jetzt der beste Weg ist, eine sehr gute Crowdsourcing-Anwendung zu bauen, wo Nutzer das dann für den Bundestag machen oder den Bundestag selber mal zu überzeugen. Ich glaube, wir müssen da mal auf den Bundestag zutreten. Allerdings der Git-Workflow kompliziert. Ja, Git ist eigentlich dafür gedacht, dass man es von Anfang an und durchgehend nutzt und auch alle Befehle. Also zum Beispiel auch ein Git Rebase ab und zu mal, um die History sauber zu halten. Das ist beim Bundesgit nur mäßig gelungen, gerade weil ich halt alles versioniere und auch relativ sofort pushe. Das heißt, ich kann meine Commits auch nicht mehr richtig zurücknehmen und rebasen. Und wenn dann Gesetze im Internet.de wieder mal eine Rechtschreibfehler korrigiert, die Struktur ein bisschen ändert, am Styling herumfuscht oder irgendwie, die hatten auch vorher zum Beispiel die Formulare von Verordnungen nicht drin, fügen sie jetzt alle nacheinander rein. Und diese Versionierung, die ich dann da drauf mache, entspricht halt nicht mehr Gesetzesänderung. Und das war eigentlich meine
ursprünglicher Gedanke, dass jeder Commit einer Gesetzesänderung entspricht. Und das kriegt man halt so nicht mehr hin. Ich habe aber immerhin so, versucht, mir so ein Branching-Modell auszudenken, dass jeder Branch ist quasi eine Publikation, in der die Änderung veröffentlicht wurde. Also wir haben jetzt für jedes BGBL Branches, also BGBL 2012, 22, 33 zum Beispiel. Und dann mache ich halt Non-Forward-Commits, Non-Fast-Forward-Commits auf Master. Non-Fast-Forward-Merges auf Master und versuche das halt so ein bisschen die Metadaten zu erhalten. Aber insgesamt ist das sehr kompliziert. Eigentlich müsste man etwas länger warten, bis das Gesetz im Internet komplett konsolidiert ist, auch komplett alle Rechtschreibfehler entfernt wurden quasi. Aber darauf kann man halt hoffen, aber das kann einem niemand garantieren. Und dann quasi erst committen, History aufräumen, ein bisschen rebasen und dann halt nach oben pushen, ist es kompliziert. Es ist so kompliziert, dass ich das auch gar nicht alleine weitermachen möchte. Wir machen jetzt hier mal, ich möchte einen kleinen Hard Reset machen, mal schauen, wie das funktioniert. Jedenfalls am 12.01. Haben wir im Berliner OKFN-Büro mal so ein kleines Treffen dafür, das ist kein großer Hackday oder so, sondern einfach lade ich alle Interessierten dazu ein, mal vorbeizuschauen und darüber zu diskutieren, wie Git und Gesetze, wie das zusammen funktionieren kann, ob das überhaupt nicht funktionieren kann, ob man da einen Zwischenschritt wie eine Datenbank reintun muss. Ich würde halt gerne GitHub weiter verwenden, weil das einen viel Arbeit abnimmt und auch in ein existierendes Ökosystem eingreift und diese schöne Idee, dass Nerds und Gesetze ja doch etwas näher aneinander rücken, dass diese Idee weiter am Leben bleibt. Ansonsten möchten wir noch auf zwei andere Projekte verweisen. Einmal OpenJur, die arbeiten gerade mit Urteilen von Gerichten, die sind halt auch nicht frei verfügbar. Komisch, also nur einige und andere Gerichte geben die halt nicht raus. Die Juris GmbH ist da leider irgendwie einmal der Middleman, der quasi den Leuten, ganzen Leuten den Spaß verdirbt. Und die arbeiten, glaube ich, auch sehr stark daran, diese Urteile herauszubekommen. Aber wollen jetzt, glaube ich, auch in Richtung Gesetze gehen. Also die Leute sollten wir auch ein bisschen unterstützen. Und möchtest du noch was zu LawGov sagen? Ja, die haben im Prinzip das gleiche Problem wie wir. Also OpenJur ist im Prinzip eine Initiative, die nur notwendig ist, weil wir irgendwann, ich glaube in den 70er Jahren beschlossen haben, dass ein Bundesministerium, das BMJ, was irgendwie so die Maintainer von den Gesetzen sind, dass sie niemals in der Lage wären, einen Computer zu betreiben. Das sind irgendwie große Teile, die kann man nicht im Ministerium aufstellen. Deshalb haben die sozusagen diese ganzen Firmen gegründet, Juris und auch den Bundesanzeiger dann privatisiert. Und dadurch sind sozusagen diese Verhältnisse entstanden, wo im Prinzip die Ministerien nicht mehr wirklich Kontrolle über die Gesetze haben und über diese Materialien, die sozusagen dann die autoritativen Kopien der Dokumente sind. Und dadurch ist es halt wirklich schwierig, teilweise auch für die Ministerien noch wieder zurückzukommen an die Kontrolle über diese Dokumente und zu sagen, okay, selbst wenn wir jetzt die komplette Historie aller Gesetzesänderungen in Deutschland euch zugänglich machen wollen, vielleicht haben wir gar nicht mehr die Rechte daran. Also es gibt zwar eigentlich eine Ausnahme aus dem Urheberrecht für Gesetze, aber wenn die sozusagen als Sammlung vorliegen, als Datenbank, dann entwickeln sich da neue Schutzrechte, ein Leistungsschutzrecht für Datenbanken quasi. Und, gibt es, ja. Also. Ja, ja. Und dann kann es eben sein, dass das alles gar nicht mehr dem Bund gehört. Das gleiche Problem haben die in den USA noch eine Runde härter. Das ist teilweise so, dass zum Beispiel die Gerichtsprotokolle gar nicht angefertigt werden vom Staat, sondern da setzt sich dann irgendjemand von der Firma West oder LexisNexis in den Gerichtssaal, schreibt das Zeug mit. Und die einzige Kopie, die es sozusagen gibt, davon gehört dann einer Firma. Und deshalb gibt es jetzt sozusagen den Ansatz, dass man eben eine konsolidierte Sammlung von Gesetzen schafft unter der Domain law.gov. Und im Prinzip sind wir da fast ja weiter mit Gesetzen im Internet, wenn wir mal den Föderalismus und alles, was da an schönen Sachen rausputzelt, vorweglassen. Jetzt gerade heute Nacht, glaube ich, ist eine neue Seite online gegangen, law.resource.org, die sich sozusagen als Vorläufer von law.gov von auch zivilgesellschaftlicher Seite versteht, auf der ein Typ, der sich dafür einsetzt, Karl Malamuth, glaube ich, 12.000 Normen geleakt hat oder zumindest raubkopiert oder wie auch immer. Auf jeden Fall, lest euch das durch, da gibt es eine schöne Deklaration darüber, warum das sein muss und die würden wir, glaube ich, auch gerne unterschreiben. Ansonsten, ich bin Stefan Wehrmeier, das ist Friedrich Lindenberg. Hier sind noch ein paar URLs. Folgt dem Bundesgit auf Twitter, da fahrt ihr immer das Neueste darüber. Wir sind von der Open Knowledge Foundation. Wir sind auch ein bisschen freuen uns über Spenden. Wir haben da irgendwo ein Spendenformular und wir haben auch hier Bundesgit-Sticker dabei. Ja, also mit dem lustigen Octo-Eagle, falls ihr da was haben wollt, könnt ihr euch hier vorne abholen. Besucht uns online, okfn.de und ansonsten bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Falls es Fragen, Anmerkungen oder sonstige Kommentare gibt, stellt euch an die zwei Mikrofone. Sagt das Internet was? Das Internet schweigt. Naja, vielleicht nächstes Jahr. Eine Frage. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wenn ich bei Offenes Parlament sage, ich interessiere mich für Bildungspolitik und ich möchte das gerne abonnieren, was bekomme ich dann alles? Das kannst du dir angucken. Da gibt es die praktische Preview-Funktion. Du kannst hier auf Themen gehen und meinetwegen einfach mal Bildung angeben. Na komm, Bildung ist schwierig zu tippen, wenn man Leute hat, sie zu gucken. Das hier wäre sozusagen das, was du da als Abo bekommst. Es gibt noch die andere Hälfte, das sind die Reden, die dazu gehalten werden. Die kämen dann quasi dazu und dann kriegst du hier ein Abo auf Bildung, was natürlich praktisch ist, dann ist man immer gebildet. Das ähnliche Problem mit der Undurchsichtigkeit von Änderungen besteht auch bei Universitäten, die haben ja Studienordnungen und die ändern sich auch gerne mal. Und meine Erfahrung ist, dass die dann auch gerne einfach ein PDF veröffentlichen, wo die Änderungen drinstehen und dann kann man sich das irgendwie zusammenkopieren und noch überlegen, wann man immatrikuliert wurde. Und da könnte man sicherlich dasselbe auch machen. Alles ins Git, ja. Und dann auf GitHub. Also das passiert ja gleich auch für sehr viele Sachen. Clay Shirky hat da gerade einen Vortrag gehalten, auch im Sommer, glaube ich, irgendwann, dazu, dass auch viele andere Dokumente einfach in ein Git getan werden und auf GitHub hochgeladen werden, um Änderungen einfacher zu tracken, um Leuten die Möglichkeit zu geben, daran zu arbeiten und es halt etwas mehr Öffentlichkeit dem Problem zu geben, dass man Änderungen sind ja teilweise wichtiger als das eigentliche Dokument. Wenn sich Terms of Services ändern von Facebook oder so, dann möchte man halt nicht das alles nochmal lesen, sondern nur wissen, was sich geändert hat. Und da ist halt Versionskontrolle wie GitHub und Git absolut sinnvoll. Da gibt es noch irgendwie zwei Leute, die so das Gleiche machen, was wir hier in Deutschland machen in den USA. Und die fangen jetzt auch schon an, ein paar andere Sachen noch in GitHub zu packen. Das hier ist US Code, das ist so grob das Gleiche wie BundesGit. Haben sie geklaut. Ne? Aber hier zum Beispiel auch die Org-Klasse der Bundesregierung in den USA. Macht da eigentlich kein Datenbanksystem Sinn? Irgendein NoSQL-Datenbanksystem für die Oberendenspeicherung? Also es gibt sowas, aber das muss natürlich versioniert sein. Dann geht natürlich auch. Ja. Aber letztlich wollte ich das halt in das Ökosystem der Entwickler einbinden und halt auch verfügbar machen, dass Leute sowas klonen können, dass selber daran arbeiten können. Ich meine Gesetze klonen. Ich klone meine Gesetze, mache meine eigenen Gesetze, habe jetzt hier meine eigene Gesellschaft. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Natürlich kann man das dann immer, muss man es versuchen zu konsolidieren mit dem Master Branch. Aber also letztlich macht das, vielleicht muss man als Zwischenschritt so eine Dokumentendatenbank oder irgendeine Datenbank nehmen, die letztlich diese Änderungen vorhält, um eine schöne Git-History zu haben, sagen wir mal. Aber letztlich, ich will halt dieses Ökosystem GitHub, was halt immer weiter wächst und wirklich sehr viele Möglichkeiten bietet, irgendwie nutzen. Da kommen noch zwei Fragen. Ja, das ist ja jetzt von GitHub gehostet und du stellst persönlich im Moment fast alle Inhalte selber rein. Was gibt es denn für eine Art Sicherheit, dass diese Gesetze, die aktuell da sind, auch wirklich die im Bundestag verabschiedeten sind? Beziehungsweise wie gibt es eine Art Zertifizierungsmöglichkeit, dass man das nachvollziehen kann? Und warum ist ein externer Service besser, als wenn es einen eigenen vom Bundestag geben könnte? Also ich sage nicht, dass der Bundestag nicht das selber betreiben sollte. Also ich gebe GitHub.com / Bundestag gerne an den Bundestag, wenn er da seine Gesetze da versioniert draufstellt. Das ist halt momentan noch nicht der Fall. Und eigentlich bin ich natürlich dafür, der Bundestag macht die Gesetze mit Git und der Bundespräsident macht dann einen ordentlichen Sign-off kryptografisch, alles gesichert. Dann haben wir das auch wunderbar den ganzen Prozess durchgezogen, ist aber halt noch nicht der Fall. Und in der Zwischenzeit muss ich da so ein bisschen immer Demokratie simulieren da oben und ich sage auch nicht, dass sich Leute auf das verlassen sollen. Bitte guckt an eine gute offizielle Quelle. Gesetz im Internet ist auch nur manchmal gut, haben wir ja heute gelernt. Aber letztlich will ich halt nur damit zeigen, dass etwas in der Richtung möglich ist und dass das vielleicht eine Zukunft sein könnte. Ja? Und ich glaube, das ist nicht der komplett falsche Weg. Jedenfalls muss sich der Bundestag auch so ein bisschen mehr in die Richtung sich bewegen.
Ja, ich würde es im Grunde nur unterstützen. Hattet ihr schon mal oder seht ihr denn eine Chance, dass der Bundestag tatsächlich die Sachen vielleicht in anderer Form zur Verfügung stellt? Ich meine, hier war doch der Vortrag zum Beispiel über das Informationsfreiheitsgesetz hier in Hamburg. Ich weiß nicht mehr, wie genau das heißt. Und es war ja sehr erfolgreich. Und es wäre natürlich eine super Initiative, vielleicht den Bundestag selbst dazu zu bringen, die Sachen in einem Format zur Verfügung zu stellen, dass man sich dann diese Nachbearbeitung sparen kann und dass es auch eine entsprechende Qualität hat. Ich glaube, da arbeiten Behörden mit großer Geschwindigkeit dran. Und aus dem Internet beobachtet sieht es halt so aus, als würde sich da nichts tun. Also die Tatsache, dass jetzt das BMJ, ich glaube vor 5-6 Monaten oder so, noch nicht so lange her, da haben die angefangen, jetzt mehr Formate da reinzulegen, dass es dann auch XML gibt und EPUB. Da hat sich was getan. Ich hatte vorher erwähnt, dass der Bundestag jetzt angefangen hat, die Abstimmungslisten als XLS zu veröffentlichen und so. Was mir am Bundestag so ein bisschen leid tut, ist, dass sie diese ganzen geilen APIs haben, aber sich nicht trauen, mal irgendwie eine Datei, eine README zu veröffentlichen und zu sagen, hey, wir haben das, hier ist irgendwie eine Datenbanklizenz, unter der das ganze Zeug bereitsteht, das ist Open Data, und bitte benutzt es. Also sogar die Bilder, die da drin sind, wie viel kann es dem Bundestag kosten, dass sie einen Fotografen nehmen, der dann halt ein paar Bilder von den Abgeordneten macht und die dann irgendwie unter einer freien Lizenz bereitstellt? Anstattdessen, zum Beispiel die DigiGuest wollte so eine Aktion machen, adoptiert einen Abgeordneten. Und ich glaube, die haben sich dann, ich verwende jetzt momentan so per Hotlinking im offenen Parlament die Bilder direkt von der Bundestagsseite. Und die haben dann halt überlegt, ob sie jetzt durch Wikipedia gehen müssen und für jeden Abgeordneten ein lizenzoffenes Bild irgendwie raussuchen müssen und so. Das heißt, da gibt es viele Sachen, die technisch bereits jetzt gemacht werden. So der große Wurf, was sozusagen die rechtliche und die dazu zu stehen, also das auch irgendwie offensiv zu betreiben an Dimensionen angeht, da ist irgendwie ziemlich Flaute. Und der Bundestag, letztlich ist es so Zwischenformate wie Daten, da kommt man immer nur schwer ran. Da haben sich halt andere Ministerien schon dagegen gesperrt, weil das halt dann nicht Teil eines Vorgangs wird. Und das PDF ist doch online, was wollen Sie denn? Da kommt man halt, muss man halt vielleicht langsam und freundlich drauf zureden und dann kommt vielleicht irgendwann mal was Schöneres raus. Die Zeit wird es zeigen. Wir werden vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit dem Bundestag kommunizieren. Das ist auch seltsam, wenn man bei denen anruft, dann kommt halt immer, ja, ich habe Ihre Webseite gescrapt, jetzt ist Ihr Dokumentenserver abgestürzt und dann ist halt, wollen Sie jetzt Lösegeld oder irgend sowas. Also da gibt es auch irgendwie seltsame Missverständnisse. Bitteschön. Ich möchte auch nochmal an das Problem der, dass das anknüpfen, was einer zwei vor mir sagte, eigentlich müssten Verifizierungsschritte erfolgen und eigentlich kann das dann wiederum nur der Bundestag selbst oder eine mit größeren personellen Ressourcen ausgestattete Instanz machen. Also ich versuche das einfach mal zu beschreiben, warum ich das, also ich finde das Projekt einerseits völlig großartig, weil selbstverständlich die Daten gehören der Öffentlichkeit, sie müssen zugänglich sein und zwar in einer möglichst gut erreichbaren Form, in einer möglichst niedrigschwelligen Form zugänglich sein. Also eben nicht, dass man, um ein Gesetz sich anzuschauen, erst einen Datenbankzugang oder eine CD für 50, 60, 70 Euro kaufen muss. Das ist ein Unding, weil eigentlich zahlen wir als Bürger ja für die Produktion dieser Gesetze und haben als Bürger auch das Recht zu überprüfen, was sich da tut. Aber das Einpflegen in eine, ich sag mal, privat betriebene Datenbank mit tollen Ergebnissen ist wunderbar. Nur, ich bin zum Beispiel Historikerin. Wenn ich jetzt, um auf das Beispiel zurückzukommen, das ihr da vorhin gebracht habt, mit den Versionsgeschichten des Parteienspendengesetzes, ich würde mir das ansehen. Ich fände es toll, dass das jemand zur Verfügung gestellt hat, aber ich würde als Historikerin selbstverständlich genau diese Daten nochmal an den jeweils zu dem jeweiligen Zeitpunkt autoritativen Quellen überprüfen und verifizieren müssen. Also sprich, das, was da bereitgestellt wird, fällt unter die Rubrik für Historiker nicht zitierfähig. Also dabei, und das ist natürlich dann ein bisschen ein Problem, gerade dann, wenn es um wichtige Sachen geht. Also zwei Dinge dazu. Erstens zum Beispiel Gesetz im Internet.de wird vom BMJ betrieben und da ändern sich halt dann auch mal diese kleinen Sachen, die man nur merkt, wenn man halt ganz genau mit Software drauf guckt. Und da fragt man sich halt auch mal so, kann ich dem jetzt doch noch vertrauen? Da tippt das irgendjemand ab, vertippt sich, vergisst ein Komma oder so und dann funktioniert das auch nicht mehr. Und letztlich
tatsächlich, letztens hat mich jemand von Wikimedia, Matthias Schindler, gefragt, wann kam denn dieser dritte Absatz zum Paragraph 5 des Urheberrechts hinzu, der quasi den Paragraphen 5 so ein bisschen kaputt macht. Und da kann man sich halt das Aktuelle angucken und dann kann sich das erste Urheberrechtsgesetz angucken und irgendwo dazwischen war es. Und dann muss man sehr, sehr lange suchen und wenn man das halt einfacher macht, sagt, hier hat sich's geändert und hier ist das Änderungsgesetz, dann kann man sich das Änderungsgesetz angucken, die offizielle Version, die dann vielleicht auf bundesanzeiger.de oder bgbl.de online ist und dann kann man halt nochmal nachlesen, dass es tatsächlich da steht. Nur letztlich einen einfachen Einstieg in Versionierung muss man halt irgendwie geben. Und das könnte halt das Bundesgit machen. Also einfach ein Interface bieten, hier ist die Änderung und hier kann man sich halt, das ist, in der Commit-Message steht ja drin, folgendes BGBL mit aus folgendem Jahr folgende Seite. Und dadurch kann man das dann schneller nachvollziehen, hoffentlich. Also ich glaube, die üble Erkenntnis aus den ganzen Sachen ist, wie oft die offizielle Version Mist ist. Also einfach die Anzahl an Rechtschreibfehlern, die ich sozusagen im Abgeordnetennamen mittlerweile reparieren musste, einfach nur um die Daten da zusammenzubringen. Und es ist einfach häufig so, dass die offizielle Version ist Mist. Und ja, natürlich ist es dann die offizielle Version und man muss irgendwie darauf verweisen können. Man muss den Prozess, der zwischen dem und dem, was man dann verwendet hat, irgendwie offenlegen können. Also hier sowas ist zum Beispiel die Ausnahme. Letzte Änderung auf Gesetz mit der Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Verbraucherinformationsgesetzes. Und da hat der Bundestag halt dann ein extra Dokument rausgegeben, um letztlich das Kürzel des Gesetzes hinten an den Gesetzesnamen noch anzufügen. Aber sowas passiert dann manchmal auf Gesetz im Internet auch ohne, dass der Bundestag sowas macht. Und es ist halt, alles ist so ein bisschen im Flux. Manchmal ist es dann ein offizielles Statement, manchmal wird da aber der Rechtschreibfehler unterm Tisch korrigiert. Was war dein berühmtes Beispiel immer? Es gab ein Gesetz für eine Weile, das hat Leute zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil da das Schaf S und das F irgendwie ähnlich aussahen. Das fand ich gut. Also ich weiß nicht genau, was die Strafe ist, aber klingt unterhaltsam. Ja, aber wenn ich da ganz kurz nochmal anknüpfen darf, also das ist doch genau das. Also ihr bezieht euch jetzt in dem, was ihr referiert habt, auf die Bundestagsbeschlüsse. Ne? Und genau solche Prozesse, das Herausredigieren von Schreibfehlern, das Korrigieren von Namen etc., die passieren natürlich in dem Intervall zwischen Beschluss im Bundestag und Veröffentlichung nun im Bundesgesetzblatt. Aber das sind oftmals auch Fehler, einfach weil es nochmal abgetippt werden musste, weil halt das Tooling, die Werkzeuge dazwischen nicht funktionieren. Also würden Sie halt direkt den Entwurf, der da kommt, halt nicht als Änderungsgesetz machen, sondern als konsolidierte Version schon von Anfang an. Dann wären, glaube ich, viele Fehler, die wir momentan haben, würden gar nicht erst auftreten. Das ist als erster Punkt. Ja. Und ja, okay. Ja, das war's eigentlich. Führt vielleicht zu sehr ins Detail. Also ich habe ja mehrere Punkte. Du hast es eh schon angesprochen, Matthias Schindler von Wikimedia Deutschland. Also wie ich euren Namen gehört habe, dann habe ich sehr an Wikimedia denken müssen, weil die sich selber Gesellschaft zur Förderung freien Wissens nennen. Und es heißt ja sehr ähnlich, aber da gibt es keine Conjunction. Ich bin bei Wikimedia Österreich und ich hätte noch nie was gehört, dass es da irgendeine Partnerschaft gibt. Einerseits eben, wir haben bei den Bildern von den Politikern ein ähnliches Problem, weil es keine frei lizenzierten Bilder von Politikern gibt. Dazu gibt es aber Projekte, das Landtagsprojekt, da haben wir jetzt erst kürzlich auch in Österreich das erste Projekt gemacht in Salzburg. Da haben sich nicht alle fotografieren lassen, aber ja, weil die Klausel, dass das jeder bearbeiten darf, dann in Österreich unüblich ist. Gut, der zweite Punkt ist, warum verwendet ihr nicht einfach ein Wiki? Ich weiß, das Wiki-Markup ist für viele nicht sehr einfach zu begreifen und vor allem nicht für Politiker, wenn die das dann verwenden sollten. Aber dazu gibt es jetzt den Visual Editor oder der ist jetzt gerade in der Entwicklung und die erste Alpha ist jetzt schon gelauncht worden und die zweite sollte jetzt gleich mal folgen. Kann man sich auf der englischen Wikipedia anschauen. Man muss dazu angemeldet sein, muss den seine Einstellungen aktivieren. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen habt. Ja, den Visual Editor habe ich schon mal gesehen. Also die Frage, warum nehmen wir keinen... Also die erste Frage ist, wir sind eigentlich ganz gut mit Wikimedia befreundet, aber Wikimedia kümmert sich ja größtenteils um Wikipedia und dann noch ein bisschen um freies Wissen und dann haben sie noch einzelne Projekte zur Förderung, zur Erstellung freier Inhalte oder auch zum Beispiel Wikidata. Aber die Open Knowledge Foundation, die sind halt eher so eine kleinere Organisation, die sich darum kümmert, dass wir zum Beispiel Informationsfreiheit in Deutschland stellen.
stärken. Ich mache zum Beispiel auch fragdenstaat.de und fragdenstaat.at bringen wir auch demnächst an den Start. Und oder den offenen Haushalt. Wir kümmern uns halt um so kleine Projekte, wo Wikimedia vielleicht noch vielleicht zu groß ist, um sowas anzupacken. Ich glaube, die haben auch eine gewisse, ich habe den Grund leider vergessen, aber die haben eine gewisse, zumindest in Deutschland Wikimedia, eine gewisse Respekt davor, sich in explizit politischen Projekten irgendwie zu beteiligen. Ich glaube, da gab es irgendwie einen Grund, wieso das nicht passieren dürfte, aber ich habe ihn leider gerade vergessen. Also, sie wollen nicht wirklich Politikprojekte machen. Könnt ihr mal kurz die URL data.gv.at eintippen? Und zum Wiki-Punkt. Wiki ist auch definitiv eine gute Lösung. Das lässt sich ja auch quasi, könnte sich ja untereinander spiegeln lassen. Nee, ich glaube, das Problem mit Wiki ist, dass es zu sehr auf Ergebnis abhebt. Ne? Wiki hat nicht so viel Prozessidee da drin. Ne? Also du hast keine Idee von Branchlist, du hast keine Idee von Pull-Requests und so weiter und so fort. Das ist auf Ergebnis. Das geht darum, eine Seite zu rendern. Ne? Und Git ist halt auch dezentral. Da können einzelne Parteien an einem Korpus arbeiten und das zum Schluss zusammenmergen. Das ist halt auch ein gutes Konzept des Ganzen, dass letztlich jede Fraktion oder jede Organisation Vorschläge machen kann, an ihrer Version der Gesetze arbeiten kann und das quasi für Master Origin vorschlagen kann. Noch ganz kurz hier zu DataGVRT. Wir bekommen jetzt im Januar oder im Frühjahr, wahrscheinlich im März oder so, 2013 bekommen wir in Deutschland auch ein Datenportal. Und ich weiß, dass bei euch sozusagen das Parlament mit die Ersten waren, die ihre Daten da drin haben. Das wäre ja auch ein Beispiel, sagen wir mal, jetzt hier in den Stream für den Bundestag und für die deutsche Politik, wenn auch das deutsche Parlament sich gleich von Anfang an einem deutschen Datenportal beteiligen würde. Und soviel ich weiß, sind die österreichischen Gesetze auch alle als XML dort drin und sehen auch eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also für XML jedenfalls. Das weiß ich nicht, habe ich mir nicht angeschaut, aber ich warte eben, dass bis Wikidata fertig ist und dann werde ich mal einen Schritt auf die zumachen, weil die veröffentlichen das meiste als PDF oder als XLS oder XLSX-File oder sowas oder CSV machen sie meistens. Und warum sollte man das nicht gleich in einer eigenen Wikibase, also Wikibase ist die Software hinter Wikidata, in einer eigenen Installation von Wikibase verwalten? Ich finde, da muss man so ein bisschen immer noch, ich glaube, diese Formatdiskussionen, die sind irgendwie für uns total interessant, aber was man Politikern oder Verwaltungsleuten erstmal kommunizieren muss, ist die Idee, lagert mal strukturierte Daten. Strukturierte Daten bedeutet, wenn ihr es in Excel macht und Excel ist so ein Programm, was ihr vielleicht noch auf dem Rechner habt, dann lieben wir euch und alles, was danach kommt, ob es jetzt dann Wikibase oder ob es dann jetzt irgendwie eine Triple Store oder am Ende irgendwie, keine Ahnung, Datomic ist. Ja, dafür gibt es Tools, ja. Okay, bevor wir das eine Unterhaltung Ich möchte ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben noch Fragen aus dem Internet und zwei weitere Wortmeldungen im Saal. Machen wir mal mit dem Internet los. Also es ist keine direkte Frage, sondern eher nochmal ein Kommentar. Und zwar sollte man wohl auch das Bundesgit nicht nur als, das ist ein wichtiges offizielles Projekt sehen, sondern eben auch als Proof of Concept, also als, um dem Bundestag und den Politikern zu zeigen, das geht und das kann man machen. Und wenn ihr uns die besseren Daten gibt, dann geht es sogar noch besser und noch valider. Und wenn ihr es selber macht, großartig. Und das andere, ja, Wikidata wird super sein, hoffe ich, weil aktuell muss man die ganzen Politikerbilder da leider manuell rauskopieren, wenn man sie benutzen will, zum Beispiel für dieses Adoptier dein Abgeordnetenprojekt, was sehr, sehr unpraktisch war. Also Proof of Concept definitiv. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass eine Anwaltskanzlei hingeht und sagt, ja, hier, jetzt sind unsere Gesetze, jetzt machen wir das genau von diesem GitHub aus. Nee, also das ist noch nicht der Fall, aber vielleicht kommen wir ja irgendwann mal dahin. Ja, ich habe auch erstmal noch eine Bemerkung, denn wenn ihr Glück habt, gibt es nächste Legislaturperiode zumindest so einen Teil der Abgeordneten, die Interesse an sowas haben. Schauen wir mal, wie es aussieht. Und ich habe aber auch noch eine kleine Frage. Habt ihr irgendwie eine Liste gemacht, welche APIs der Bundestag so alle nicht hat? Nicht hat? Ja, ja, diese ganzen nicht vorhandenen APIs halt. Es gibt halt, also ich glaube, ja, also, ja, nein. Also es gibt so, man trifft sich mit Abgeordnetenwatch auf ein Bier und dann wird so ausgetauscht. Und das ist in der Tat, auf das Parlament wird das nächstes Mal gemacht. Wir sollten mal eine Readme machen. Also ein Trick ist halt wirklich den iPhone-Verkehr von der App mit sniffen und dann kriegt man halt schon ganz gut was mit. Also es ist nicht alles, aber da kriegt man halt die Ausschüsse und die Vorlagen und so weiter. Also es ist schon ganz praktisch. Eine Sache, Daten, die nicht da sind, ist der wichtigste Punkt, glaube ich, beim Bundestag nochmal kurz zu sagen, sind Ausschlussinformationen. Also was passiert genau in den Ausschüssen? Es gibt
so ein bisschen Informationen. Es gibt irgendwie so jeder Ausschuss hat im Prinzip eine Homepage, auf der er irgendwie sich präsentiert und die Mitglieder lächeln ganz doll und so. Aber es gibt nicht so richtig gute Informationen darüber, was passiert da, strukturierte Daten darüber, was steht auf der Tagesordnung, wann gibt es öffentliche Sitzungen, wann gibt es nicht öffentliche Sitzungen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so eine Sache, das ist so das größte Defizit von wirklich nicht vorhandenen APIs. Okay, keine weiteren Fragen mehr. Dann herzlichen Dank und nochmal einen schönen Applaus.